Herzlich willkommen, ihr schaut Franz Heli Info. Heute habe ich für euch ein paar Tipps und Tricks rund um den RC-Helikopter. Viel Spaß, bis gleich. Bevor ich loslege mit den Kurztipps, mit den Kurzinfos, möchte ich noch eine Sache erwähnen, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar seht ihr hier zwei 770er Goblins mit wunderschönen Canopies, mit wunderschönen Hauben drauf. Und zwar habe ich die gefunden, Microheli Vietnam. Dort konnte ich die bestellen, klick, klick, klick. Habe ich dann auch getan. Die Geschichte dort, das würde jetzt ein bisschen zu lange dauern, euch das zu erklären, aber der Service dort, den die da ableisten, ist einfach nur hammermäßig geil. Sowas vermisst man hier bei einigen Shops in Germany, wie man so mit Kunden umgeht. Das haben die noch richtig gut drauf, so wie man sich das wünscht. Die Hauben, Kurzfassung, sind wieder, waren schon in Thüringen, waren fast schon da, sind dann wieder zurückgegangen nach Vietnam. Keiner wusste wieso. Servicenummer, DHL angerufen. Die haben mir nur das gesagt, was ich auch wusste. Ja, dann gehen wir wieder zurück nach Vietnam. Ich sage, ja toll, das sehe ich hier auch. Die Jungs dort angeschrieben, Microheli-Team, und die haben mir zurückgeschrieben, super nett, be cool, Frank. Sie werden mich, also auf Englisch, ne? Sie werden mich also updaten, wenn die Hauben wieder da sind, vielleicht steht da irgendwas drauf. Da stand nichts drauf, warum die wieder zurückgekommen sind. In der Zeit habe ich mir gedacht, bestelle ich mal lieber noch eine, und zwar hier, von der hier. Hier habe ich dann noch eine bestellt, von den Jungs. Die haben sie für mich extra hergestellt, haben die lackiert, haben mir ein Foto geschickt, ob ich damit einverstanden bin, weil das Goblin-Zeichen ja hier, wie bei der ja auch, nicht ausgefüllt ist. Auf der Seite, die sie da haben, da ist das hier in schwarz ausgefüllt. Und da habe ich gesagt zu den Jungs, Hammer, das sieht sogar noch viel, viel besser aus. Very, very, very nice. Schickt mir die Dinger. Dann haben die es mit DHL Express auf deren Kosten mir geschickt. War nachvollziehbar. In Leipzig irgendwo hing es da ein bisschen fest, aber der Zoll will natürlich auch sein Geld haben. Angabe, was ist drin und ob ich eine Rechnung habe, habe ich die natürlich erst geschickt. Wie das nun mal hier so ist in Germany, so ist es nun mal. Und dann habe ich diese wunderschönen Hauben bekommen. Und erwähnen möchte ich tatsächlich den Service von Microheli Vietnam. Der ist wirklich super, super toll. Many, many thanks to Microheli Vietnam and a very, very great job. So, das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das nochmal erwähne. Die Jungs in Vietnam, viele Grüße nochmal. Und jetzt komme ich zu dem ersten kleinen Infovideo für euch. Und zwar betrifft das speziell die Jungs, die noch einen Paddelheli haben. Schaut es euch einfach an. Hallo Jungs, grüßt euch. Eine Information für die Paddelgemeinde unter euch. Der eine oder andere hat ja vielleicht noch einen 450er Paddelhelikopter mit einem Gyro hinten drauf, einem Heckkreiselsystem. Hier Futaba GY401. Die lieben Chinesen haben sich das natürlich nicht nehmen lassen und haben den nachgemacht. Das hier sieht aus wie ein Originaler. Der hat sogar Folie drauf. Oh Gott, ich kriege. Hier hat er noch Folie drauf. Oh, wie neu, Leute. Sieht er aus. Richtig geil. Man kann es erstens erkennen an dem Stecker, der ist etwas roter, der ist etwas dunkler als der Originale. Der Originale von Futaba, der ist so ein bisschen orange. Und wenn man hier mal reinguckt, ich habe unten die Platte schon abgemacht, dann kommt was richtig Geiles raus. Und zwar seht ihr das schon hier. Hier haben sie die Mutter reingeballert, damit er ungefähr so schwer ist wie der Originale. Das wackelt sogar alles. Das sehe ich jetzt erstmal. Normalerweise ist hier so ein kleiner, silberner, eckiger Kasten drunter. Und hier haben die Chinesen eine Mutter runtergeballert. Ich mache das mal auf, weil der ist ja sowieso scheiße. Die haben so einen Heckdrift, so ein bisschen, so einen Wärmedrift. Und hier haben die tatsächlich, schaut euch das an, eine echte Mutter reingemacht. Hier so ein Propfen drauf. Hier ist sogar das Gewinde noch zu sehen.
Ist das geil oder was? Also, für einen Laien zum Außen, von außen überhaupt nicht zu erkennen. Wenn man da mal kurz reinguckt, einfach mal den Deckel anheben und einfach nochmal gucken, ob man da so eine Mutter vielleicht sieht. Und dann weiß man, irgendeiner hat euch beschissen und hat euch hier von GY401 ein Fake-Gyro angedreht, was er aber nicht, natürlich nicht mit Absicht gemacht haben muss, weil man kann es wirklich ganz schlecht sehen. Ich habe sogar schon mal einen aufgehabt, da haben die hier diesen Original Futaba Aufkleber drauf gehabt. Das hatte ich auch schon gehabt. Also es ist jetzt der dritte, den ich aufgemacht habe. Warum habe ich mir aufgemacht? Weil ich misste wieder ein bisschen aus und wollte ein bisschen was bei eBay reinstellen. Und ich wollte eigentlich reinstellen, Original Futaba GY401, kein Fake. Und dann dachte ich mir, hey, der Stecker sieht doch so komisch aus. Guck mal lieber rein. Ja, okay. Ich denke, das ist eine recht witzige Information für euch. Und die lieben Asiaten, die schrecken wirklich vor nichts zurück. Tschüss, Jungs. Ja, unglaublich, aber wahr, wenn man es ja nicht mit eigenen Augen gesehen hat, dann neigt man dazu, das kann doch gar nicht sein, da ist doch keine Mutter drin in dem Gyro. Seid versichert, es ist tatsächlich in diesem Fake-Teil, ist tatsächlich eine Schraubmutter drin verbaut. Unglaublich. Was biete ich euch hier an für Kurzvideos? Wie kommen die zustande? Und zwar wie folgt: Ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Die heißt auch Franz Heli Info. Jeder, der bei mir einen Helikopter kauft, hat auch den Service und den Support, bekommt er gleich mit dazu. Und den biete ich dann an. Möchtest du in meine WhatsApp-Gruppe? Da gibt es ein paar kleine Informationen für dich. Wenn du das möchtest, nehme ich dich gerne mit rein. Machen auch die meisten. Und diese Videos, die ich euch jetzt hier vorstelle, das sind ein paar kleine Auszüge aus dieser Gruppe für euch. So auch das nächste. Da habe ich Lager gewechselt und dann dachte ich mir, Mensch, das interessiert doch meine Jungs auch, meine Jungs, so nenne ich sie mal liebevoll, die aus der WhatsApp-Gruppe, und habe die Kamera einfach drauf gehalten und dann schaut euch das einfach jetzt mal an, wie ich Lager wechsle. Hallo Jungs, ein kleines Infovideo für euch und zwar mit dem Thema Lagerwechsel. Da bin ich mich gerade bei Goblin 630 und da dachte ich mir, ich zeige euch das mal, wie ich das mache. Ohne drauf rumzukloppen, wie so eine bekloppte Sau auf dem Lager und das wunderschöne neue Lager somit gleich zu zerstören. Ich arbeite, oh welch große Überraschung, mit kalt und heiß, um da das Lager rauszubekommen und auch wieder reinzubekommen. Wichtiges Hilfsmittel ist dieser Handschuh hier, sonst verbrennt euch die Pfoten. Hier habe ich schon fertig, hier hat das von der Hauptrotorwelle, das Lager habe ich auch schon gemacht, dann ist das noch dran hier von der Nebenwelle. Ja, ich habe das nämlich schon mal vorbereitet, so ein bisschen, damit das nicht allzu lange dauert mit der offenen Flamme hier. Erstens mal, um den Lagerblock etwas zu dehnen hier durch die Erwärmung und falls es verklebt ist, den Kleber zu lösen. Es gibt Leute, die machen das auch im Backofen oder so, das dauert mir aber alles zu lange. Das funktioniert mit der offenen Flamme hervorragend. So, ich hoffe, dass es reicht. Das andere Lager habe ich euch das schon gezeigt. Das andere Lager, ups, ach, den brauche ich ja gar nicht mehr. Das andere Lager ist hier in dem Coolpack aus der Tiefkühltruhe. Hier ein Emboss, mal sehen, ob es so geht schon. Ja, da ist es weg, braucht gar nicht hämmern. Jetzt nochmal wieder ein bisschen erwärmen. Ich hoffe, ihr seht das, dass ich das auch vernünftig in die Kamera halte. Nochmal erwärmen und dann, ich verklebe die Lager nicht, das macht für mich keinen Sinn, da irgendwas zu verkleben. So. In der Hoffnung, dass es da jetzt reinflutscht. Ah, heiß. Da ist es drin. Zack, ganz easy. Lager gewechselt. Ohne drauf rumzukloppen. Jungs, fertig ist der Lack. Ciao, Jungs. Eine Möglichkeit, ein Lager zu wechseln, und zwar zu arbeiten mit heiß und kalt. Funktioniert meiner Meinung nach hervorragend. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten.
mit einer Abziehvorrichtung oder eine Pressvorrichtung, aber sowas besitze ich alles nicht. Also man weiß sich ja zu helfen und es funktioniert. Was ihr nicht machen dürft, habe ich ja schon erwähnt, auf dem neuen Lager drauf rumzuhämmern und das dann in den Lagerblock reinzutreiben, dann könnt ihr es auch gleich lassen. Gut, schauen wir uns das nächste Video an. Ich habe einen Tipp für euch, wie ihr eure Hauptrotorblätter wechseln könnt, und zwar ohne eine Krise zu kriegen, wenn Distanzscheiben erforderlich sind. Was macht man normalerweise als normaler Helipilot, ich ja auch früher, eine Distanzscheibe oben, eine unten, dann hat man das hier versucht reinzuquetschen, reinzufummeln, und dann mit den Bolzen hier oben hat man dann versucht, die erste Scheibe zu treffen, dann das Blatt und dann die untere. Bei der untersten kriegt man dann meistens eine Krise. Wie kann man das einfacher machen? Ich zoome mal ein bisschen näher ran. So sollte es gehen. Und zwar nehme ich eine Distanzscheibe, lege sie unten rein und gehe mit den Bolzen hier unten durch. So. Dann hat man die eine schon mal. Jetzt hat man ja Platz, weil die oberste fehlt ja noch. Schiebt den hier rein, Bolzen wieder ein bisschen runter und nimmt den Bolzen hier durch. Die zweite oben einfach rauflegen, reinschieben, wenn es dann geht, so einfach. Bolzen wieder ein Stück raus, reinschieben. Man kann von oben wunderbar reinschauen, einmal den Bolzen durch, Bolzen wieder raus und den Bolzen von dort wieder rein. Mutter ran und fertig ist der Lack. Easy. Jungs, ich denke, das ist ein toller Trick. Ciao. Ein Video habe ich noch für euch, und zwar ein Service-Video habe ich gemacht für den René. Der hat bei mir einen 700er Helikopter gekauft, und in diesem Video geht es um die Wartung und Reinigung der Heckeinheit, der Heckrotorwelle, denn die verdreckt viel, viel schneller, als so manch einer glaubt. Ich habe noch zwischendurch ein Informationsvideo für dich, ein Wartungsvideo sozusagen, was die Heckeinheit angeht. Die ist sehr empfindlich, und zwar, was es angeht, dass es mal schwergängig läuft. Das habe ich bei meinen Goblins auch überall. Das merkt man hier auch richtig. Zieht sich wie so ein Kaugummi. Das ist ganz fürchterlich. Das passiert bereits schon nach wenigen Flügen, nach 5 bis 10 Flügen. Wie kann man das ändern? Eine Möglichkeit ist, ständig sauber zu machen. Und zwar nehme ich hier aus einem alten Lappen so ein Stück Streifen und gehe hier rum und poliere das. Poliere die Geschichte. Ich lasse die Kamera einfach mal jetzt mal laufen. So, einmal hier und einmal hier auf der Seite. Zwischendurch kann ich erzählen, Mikado hat das gleiche Problem. Und zwar empfehlen die, was ich auch schon gemacht habe, funktioniert auch sehr gut, mit 1000er Schmirgelpapier die Welle abzuziehen, einfach laufen lassen, Rotorblätter ab, hinten die Heckeinheit ab, und dann, das ist das Einfachste, Pitchgas rein, wenig Gas, und hier ein Schmirgelpapier, ein 1000er oder 1200er, und einfach mal laufen lassen und dann nach aufpolieren wieder, damit da ein bisschen was runterkommt. Das funktioniert auch auf Dauer. Oder, wie gerade eben nebenbei gezeigt, einfach wieder polieren. Dann geht es auch ein bisschen weg. Er ist immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Dann kannst du natürlich dieses Dry-Fluid-Zeug darauf beuteln. Aber das musst du dann tatsächlich ständig kontrollieren. Oh, warte, hier. Und jetzt ist es, wie du siehst, so soll es sein. Und vorher war es tatsächlich wie Gummi. Also das musst du tatsächlich überprüfen bei Goblin. Das ist so eine kleine Krankheit, die sie haben. Jetzt ist es natürlich geil. Ist natürlich ausgehangen hier, ne? Logisch. Und jetzt kann der Servo natürlich auch wunderbar arbeiten. Das lege ich dir nochmal ans Herz. Wenn du mich den anschmeißt und der Servo quält sich andauernd, dann weißt du, Moment, ich glaube, das Heck hat sich wieder von selbst, wie von Geisterhand, gummimäßig festgemacht. Die Heckeinheit, das Sorgenkind eines jeden RC-Helikopterpiloten. Es hat schon den einen oder anderen mich eingeschlossen.
an den Rand der Verzweiflung gebracht, weil das Heck nicht das gemacht hat, was es soll. Okay, ich werde meine zukünftigen Kurzinformationsvideos, die ich in meiner WhatsApp-Gruppe da einstelle, die werde ich dann sammeln und dann wird es mit Sicherheit noch ein Video Teil 2 oder vielleicht sogar Teil 3 geben, ein Video in dieser Form. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Frank. Ciao.